Willkommen zurück, Leute, zu Link's Crossbow Training One-on-One versus Fleddy. Wuhu. Wuhu, das ist der richtige Ausdruck. Bisher steht es 1:0 für mich. Und wir machen weiter bei den Goronen. Die Goron-Herausforderung, Fleddy. Goron-Herausforderung. Heißt das Goron oder Goron? Auf Roboter Englisch? Oder Roboter? Auf Englisch würde es Goron heißen. Er kennt sich aus, weißt du, ist auch alles noch Englisch bei dir. Ne? Blue Shell, Red Shell. Früher, zu den guten alten Grundschützen, war das der Rote. Aber jetzt als Pro-Gamer natürlich, alles international. International, man muss international denken heutzutage. Auf jeden Fall. Das ist nun mal so. So, das mache ich. Doch, ich mach's. Ja, ich hätte riskiert. Ich konnte nicht anders. Ah. Krasser Typ. Okay. Jetzt sind schon 5, ne? Da weißt du echt nicht, was kommt. Ich möchte mal kurz was sagen. Nicht spielthematisiert. Ja, gerne. Dieses Wochenende findet bei uns, also besser bei mir, weil der gute Freund ist ja ausgezogen damals, ein Straßenfest statt. Und ich hab da gar keinen Bock drauf. Ich wollte gerade fragen, möchtest du die Leute jetzt zu dem Straßenfest einladen? Ich möchte sie zu mir einladen, Leute. Okay. Facebook gibt es eine öffentliche Veranstaltung, da könnt ihr alle mitmachen. Der HDMI-Splitter geht kaputt. So. Man merkt es. Also ich werde auf jeden Fall die Garage aufmachen, mein Auto in die Garage verfrachten. Jalousien runter. Kein Mensch zu Hause. Als ob die da hinkommen und fragen. Es wurden Einladungen verschickt und sogar bei uns. Ne. Ja. Ihr müsst wissen, dass wir in der Nachbarschaft jetzt nicht die beliebtesten sind. Wenn alle Nachbarn sich treffen, alle, also wirklich alle ohne Ausnahme, dann wissen wir nicht mal, dass sowas passiert. Es gibt in jeder Straße die Freaks und wir sind die Freaks. Wir sind die Freaks in unserer Straße. So ist das halt, das Leben ist verflucht hart. Das Problem ist, also was mich daran am meisten ankotzt, ist, dass es verdammt laut sein wird. Es war Wochenende und ich muss nirgends wohin, aber ich will trotzdem pennen. Das heißt, ich werde alle Ventilatoren in ein Zimmer stellen, auf volle Pulle stellen, damit ich nichts davon höre. Der arme Fleddy, der ist, wie alt bist du, 23? 23. 23 Jahre, wird nachts mit Ruhestörungen belästigt. Ich glaube, ich rufe die Polizei. So ist das, ne? Ja, warum nicht? Egal wie alt man ist, man will halt seine Ruhe. Ich möchte auch meine Ruhe und ich bin. Ich frage mich, ob du das hier hörst. Am Feld flach, ne? Ja, auf der Wiese. Könnte passieren. Könnte passieren, dass ich das höre, ja. Meine Fenster sind in Feldflachrichtung. Alles ist in Feldflachrichtung. Die ganze Welt ist dahin ausgerichtet. Wuhu, das sieht gar nicht schlecht aus, dass ich hier die Goldmedaille mitnehme. Wie sagst, Fleddy? Das war keine schlechte Leistung hier in Runde 2. Das möchte ich jetzt einfach mal so sagen. Die Leistung war nicht schlecht. Wie du das geschafft hast. Nein. Das ist so scheiße. An welchem Tag ist denn das Straßenfest? Ich glaube, das geht das ganze Wochenende. Das Lustige ist ja, dass dieser Part hier vermutlich an einem Samstag erscheint. Samstag oder Sonntag. Und, liebe Freunde, da könnt ihr dann theoretisch direkt nach Achmar kommen. Oder ordentlich Party machen. Ordentlich Party machen am Feldflach. Ja, fragt er nach dem Feldflach? Kennt jeder hier. Fragt einfach, ob der Wollo auch irgendwo da zu finden ist. Ich glaube nicht. Fragt einfach nach dem Dicken. Das geht schon. Da werden die euch schon weiterhelfen können. Der Dicke, der nie das Haus verlässt. Ja. Da müsst ihr hier natürlich. Oh, please! Richtig 9800, hab die Gold verkackt, ey. Das macht. Summa summarum. 56.355 Punkte. Leck mich an der Kimme geleckt. Fuck off. So, das ist scheiße, ist das. Fleddy ist dran. Kleiner, bisschen leid. Und da sind wir wieder zurück. Level 2, Runde 1. Fleddy. Ich würde sagen, 25.960 Punkte, das ist eine Leichtigkeit für mich. Das ist Kindergeburtstag, Kinderkacke. Das mache ich jetzt im Frühstück. Apropos Frühstück, Lady, erzähl mal, du wohnst ja jetzt aktuell alleine, deine Eltern sind ja im Urlaub, ne? Ja, meine, nicht deine.
Unsere Eltern sind ja im Urlaub. Was frühstückst du aktuell? Mein Frühstück. Wenn ich nicht zu faul wäre, loszugehen, mir Brötchen zu holen, dann. Ja, würde ich Brötchen essen. Nein! Auf jeden Fall, ja, mein Frühstück besteht daraus einer Kippe und einem Kaffee. Ein gutes altes Harzer Frühstück. Auf jeden Fall. Das nennt man so, weil man es im Harz gerne so serviert. Serviert. Ja. Wenn ihr mal im Harz im Urlaub wart und ihr bestellt dann Frühstück, kriegt ihr eine Kippe und Kaffee. Kippe und Kaffee. Wunderbar. Weißt du, wie mein Frühstück zurzeit aussieht? Nein. Oder eigentlich immer? Es ist so, ich werde wach, denke mir, oh, ich habe keinen Hunger. Mach mir eine Scheibe Brot, nicht mal zusammengeklappt oder so. Mach dann die eine Scheibe Brot. Geh wieder weg, Stunde später mache ich mir nochmal eine Scheibe Brot und so zieht sich das dann bis 12 Uhr, von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr ungefähr. Dass ich immer nur, du bist so dumm, wie kann man so dumm sein? Ich hab gehofft, okay, Da ist irgendwo Gold. Ach, Scheiße, Gott, ist der dumm. 19.000 Punkte wie niemals. Nee. Ach, weißt du, was hier ist? Das war nicht meine Runde, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich wurde doch krass abgelenkt. Mein Kaffee und Kippe. So ist das. Das ist Let's Play hier. Auf allerhöchsten Niveau. 5.000. Ja, dann mache ich halt spannender gleich, Part. Dann mache ich gleich 100.000 Punkte. Spannender Part. Runde 3 warst du richtig schlecht. Ja. Ey. Das schaffst du nicht. Da hole ich alles raus. Ja, okay. Ja, so zieht sich mein Frühstück. Dann bis zum Mittagessen irgendwann, wo ich mir denke, darauf habe ich keinen Bock, 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 habe ich keinen Bock drauf. Ist halt kein Lammertschuh, ne? Es ist kein Lammertschuh, hast du also keinen Bock drauf. Ich habe so viel zu essen hier in der Kühltruhe und so, das glaubst du nicht. Ich glaube, ich bräuchte eine Woche lang das Haus nicht verlassen und könnte jeden Tag was anderes essen. Ja? Ja, aber ich habe keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht, warum ich es mir gekauft habe. Das ist halt immer so die Frage, weil dann denkst du dir, ach, gehst nochmal schnell einkaufen, brauchst du noch Klopapier oder so, ne? Und so Kleinigkeit eben einkaufen. Und dann bist du ja auch schon, ne? Fährst 3 Meter weiter, da ist da ja der Lammertschuhmann. Der gute alte Lammertschuhmann. Der hat nur Gutes im Sinn. Ja, nur Gutes im Sinn, ja. Dein Geld. Mein Geld. Lammertschuhn ist aber auch preislich okay. Ja. Ne, ist 4,50. Weil ich sagen muss, so langsam, wenn man das öfter isst, oha, wird man nicht so satt. Boah! Wenn ich nicht am Anfang so scheiße gewesen wäre, ne? Würde ich das mal nach Hause holen. Ja. Aber ich glaube, es wird jetzt trotzdem noch ziemlich hart. Wobei 9.000. Ich habe auch kein Wissen auf meine Punkteanzahl geachtet. Ich habe mir nur die Lammertschuhn-Story angehört und da flutscht es schon. Aber wo flutschen? Flutschfinger. Erzähl ja. Mal. Was Flutschfinger? Magst du gerne, ne? Ich so liebe schön Flutschfinger. Besser als Dolomiti. Ne. Doch. Leute, Team Flutschfinger. Team Flutschfinger. Apropos Team. Kennst du diese, ja, kennst du nicht, die Werbung von Ü-Ei? Nein. Es gibt jetzt Team Löffler und Team Spieler. Okay. Wozu zählst du dich? Spieler. Es geht darum, dass man erst das Spielzeug spielt oder erst esst. Deshalb bin ich Team Löffler, weil ich erst löffle und dann spiele. Ich esse auf jeden Fall das Ding. Ah, Junge, das ist Krieg hier, ne? Weißt du schon. Ich habe jetzt nichts mit dir zu tun. Du isst doch nicht zuerst. Du isst doch auch zuerst. Ja, deshalb ist es auch Team Löffler. Ich habe doch gerade gesagt, ich esse auch auf jeden Fall zuerst, jetzt wo ich weiß, worum es geht. Ach so. Du wusstest doch gar nicht, worum es geht. Lady, das schaffst du nicht. Ja. Ich kann dir sagen, das war nichts. Leute, bleib dran, noch 3 Sekunden, das schaffe ich. Was? Hat nicht mal mehr gezählt. Das lächerlich. Ist 6.200. Ja, ich hätte es selber nicht geschafft. Das bedeutet 40.998, das sind 16.000 weniger. Vergleichen wir es mit dem letzten Mal einmal kurz. Da konnte ich mit 44.798.000 Punkte. Da war ich nicht so gut. Wie jetzt. Und Fleddy hatte, ja Wahnsinn, 28.000 Punkte gesammelt beim letzten Mal. Damit steht es 2-0. Und wir verabschieden uns mit einem dreifachen Bis dann und ciao. Bis dann und ciao. Bis dann und ciao. Gut.